Süderhof hinter dem Nordseedeich hat sich das Leben von einem Tag auf den anderen völlig verändert. Bimbo und Molle war es auf Anhieb gar nicht so leicht gefallen, eines ihrer Kinderzimmer an die drei aus München abzutreten. Aber das Mitgefühl für Ben, Danny und Peggy hatte schnell gesiegt. In der ersten Nacht schliefen die drei Neuankömmlinge noch recht unruhig. Heute Morgen aber lacht die Sonne so strahlend vom Himmel, als wollte sie Peggy und Danny den ersten Tag in der neuen Schule versüßen. Dr. Brendel hat bereits den Jeep vorgefahren, als Sonja Brendel mit den vier Großen auf den Hof hinaustritt, um sie in die Schule zu bringen. Aus dem Stall kommt Benny angelaufen. Neben ihm, an einer leuchtend roten Leine, versucht Rosi, das kleine Lämmchen, mit ihm Schritt zu halten. Dr. Brendel reicht Peggy ihre Schultasche in den Jeep. Los, Kinder, auf geht's! Viel Glück in der neuen Schule. Heute Mittag habt ihr schon das Schlimmste hinter euch. Ich stelle Danny meiner Klasse vor. Das kann er doch auch alleine. Wenn ich es tue, wissen alle gleich, dass er was Besonderes ist. Was glaubst du, wenn die merken, dass das nicht stimmt? Keiner bleibt zum Spielen hier! Du hast doch Rosi. Sei froh, dass du nicht zur Schule musst. Das ist ein Stress, glaub mir. Schau. Ich komme aber auch bald in die Schule. Oder? Na klar, spätestens wenn Rosi groß ist. Tschüss, Benny. Tschüss, Daddy. Tschüss. Tschüss. Am liebsten wäre Ben mit seinen Geschwistern mitgefahren. Gut, dass Rosi da ist und ihn gleich wieder in Anspruch nimmt. Für das Lämmchen ist nämlich Frühstückszeit und in der Küche wartet schon seine Milchflasche. In der Schule lärmt es wie jeden Morgen laut aus sämtlichen Türen und Fenstern. Hey, halt gleich meine Klappe! Auch in Bimbos Klasse kann man sein eigenes Wort nicht verstehen, als sie jetzt mit Danny hereinkommt. Einer ihrer Klassenkameraden übt gerade Tierstimmen. Quatsch, das war ein Hund. Sehr witzig. Hey, der Typ war da. Bravo, bravo. Klang das nicht unheimlich echt? Los, sag uns lieber, wer der Typ ist. Das ist mein Cousin Daniel. Aber alle sagen Danny zu mir. Ab heute gehört er in unsere Klasse. Lass ihn lieber selber reden. Also ich finde, er sieht wirklich süß aus. Los, Daniel, sag was. Also ich freue mich. Das heißt... Eigentlich hoffe ich nur, es stört euch nicht, wenn ein Neuer kommt. Im Gegenteil. Warum denn stören? Wo kommst du denn her? Aus München. Seine Eltern haben da gewohnt. Misch dich gefälligst nicht immer ein. Der Typ kann das selber sprechen. Was Bimbo sagt, stimmt. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Hier ist noch ein Platz frei, Danny. Danny sitzt bei mir. In diesem Augenblick betritt Dr. Funke, der Klassenlehrer, den Raum. Schlagartig sitzen alle auf ihren Plätzen. Nur Danny bleibt stehen und sieht dem Lehrer etwas verlegen entgegen. Freundlich streckt Dr. Funke ihm die Hand zur Begrüßung hin. Willkommen bei uns. Du bist Daniel? Ja, aber alle sagen Danny zu mir. Gut, ja, setz dich, kannst du tun. Es ist natürlich eine große Enttäuschung für Bimbo, dass Danny nicht bei ihr sitzen darf. Tom ist ein schmaler Junge, der in Mathe Probleme hat. Wie toll, dass endlich mal ein Neuer da ist. Hey, bist du gut in Mathe? Ja, auch in Physik. Hey, klasse. Peggy hat die erste Begegnung mit ihrer neuen Klasse noch vor sich. Vor lauter Aufregung war sie schnell nochmal auf ein stilles Örtchen verschwunden. Ganz allein steht sie jetzt in dem leeren Gang und zögert. Einmal noch tief durchgeatmet, dann öffnet sie vorsichtig die Tür, die Molly ihr gezeigt hatte. Ja, was ist? Dies ist doch die 7a. Ja, natürlich. Das steht doch draußen an der Tür. Dich kenne ich gar nicht. Ich bin heute das erste Mal hier. Aha. Willst du zu mir? Ja, ich glaube schon. Also, na hör mal, du musst doch wohl wissen, zu wem du willst. Das ist Peggy. Sie kommt aus München. Aha. Habt ihr schon Ferien? Ich soll in diese Klasse gehen. Wir sind nicht auf den Süderhof gezogen. Ach so ist das. Bist du verwandt mit Dr. Brendel? Peggy ist meine Cousine. Der Direktor hat gar nichts von einer neuen Schülerin erzählt. Merkwürdig. Daddy hat aber angerufen. Ich bin Dolores Malzahn. Mein Spitzname ist Don. Aber das weißt du sicher schon. Frau Malzahn, die Englischlehrerin,
ist nicht nur jung und hübsch, sie weiß es auch und zieht sich entsprechend schick an. Was sie wohl sagt, wenn sie merkt, wie gut Peggy Englisch kann? Und wo setzen wir Peggy jetzt hin? Kann sie nicht bei mir sitzen? Lieber nicht. Ich denke, deine Cousine sollte die Chance haben, dem Englischunterricht ungestört folgen zu können. Setz dich zu Melanie. Auf dem Süderhof hat Dr. Brendel den ganzen Vormittag lang seine kleinen vierbeinigen Patienten versorgt. Wie immer assistiert ihm dabei seine blonde Helferin Christine. Jetzt untersucht der Doktor gerade ein rundes, schwarz-weißes Meerschweinchen. Neben dem Behandlungstisch stehen ein kleiner Junge und seine Freundin und verfolgen mit ängstlichen Augen jede Bewegung des Tierarztes. Sonja Brendel, die ihren Mann zum Essen holen wollte, bleibt lächelnd in der Tür stehen und beobachtet die Szene. Günther, kommst du bald? Nur noch einen Augenblick. Ist das euer Meerschweinchen? Mit mir. Ist das schlimm? Ach, überhaupt nicht. Dein Otto ist ein Weibchen. Was? Die in der Tierhandlung haben gesagt, er ist ein Junge. Die haben sich geirrt. Du musst dein Otto umtaufen. Dann nennen sie doch einfach Otti. Oder Ottilie. Ottilie? Und krank ist euer Otto auch nicht. Im Gegenteil. Die Dame ist kerngesund. Nur, es gibt ein kleines Problem. Welches? Sie braucht genügend Platz. Euer Otto wird bald Mama. Mama? Ja, sie bekommt Babys. Ich kann euch allerdings nicht sagen, wie viele. Es können durchaus 6 Stück werden. 6? Vielleicht, ja, vielleicht auch nur 5. Vielleicht aber auch 7. So genau kann man das wohl nicht sagen. 7, Herrschweinchen? Da hast du ja bald 8. Wenn es euch freut, umso besser. Und was muss ich jetzt bezahlen? Auf behalt dein Geld. Auf dich kommen bald genug Kosten zu. So, jetzt kommt der Käfig. Da legen wir das Meerschweinchen wieder rein. Danke. Ich habe 8 Meerschweinchen. Nur 1 bezahlt. Kriege ich 1 ab? Klar. Na, dann ist ja alles geklärt. Kommt mit. Tschüss. Tschüss. Selig ziehen die beiden Kinder mit ihrer Ottilie ab. Und während Christine aufräumt, besprechen die Brendels ihre Pläne für den kommenden Sonntag. Sie wollen ein Reitturnier besuchen. Dafür ist Sonja sogar bereit, die Arbeit an ihrem neuen Buch über Kindererziehung zu unterbrechen. Na, kommst du weiter mit deinem neuen Kapitel? Nicht, dass du plötzlich Sonntag arbeiten willst. Keine Sorge, ich freue mich schon aufs Turnier. Weißt du, manchmal denke ich wirklich, dass Tiere heilen einfacher ist, als Bücher über Kindererziehung zu schreiben. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber mir Spaß macht es. Garantiert. Den ersten Stress in der neuen Schule haben Danny und Peggy gut überstanden. Überhaupt fangen die drei an, sich in ihrem neuen Zuhause einzuleben. Aber heute Nacht kann Peggy einfach nicht einschlafen. Auch Schäfchen zählen hilft nicht. Sie überlegt, ob sie mal zu Danny schleicht und mit ihm spricht. Aber nein, das geht ja nicht, sie würde Benny wecken. So hockt sie sich schließlich im Mondlicht auf den Treppenabsatz vor Dannys Zimmer und fühlt sich sehr allein. Sie spürt, wie Tränen in ihre Augen steigen. Hä? Was machst du denn hier? Ist doch schon mindestens 12. Ich wollte Benny aufwecken, sonst wäre ich zu dir gekommen. Jetzt? Mitten in der Nacht? Wieso? Du schläfst doch auch noch nicht. Ich bin aufgewacht, weil ich Durst habe. Ist was passiert? Ich kann einfach nicht einschlafen. Wieso? Abends ist es am schlimmsten. Da muss ich immer an Mama und Dad denken. Logisch, das kenne ich. Manchmal denke ich, ich träume nur. Und wenn ich dann aufwach, bin ich wieder zu Hause. Und alles ist wieder so wie früher. Ich weiß, was du meinst. Geht es dir manchmal auch so? Aber Tante Sonja und Onkel Günther geben sich echt Mühe. Weiß ich ja. Aber manchmal fehlen mir Mama und Dad eben so. Kann ich einfach nichts gegen machen. Denkst du, ich kenne das nicht? Danny, ich kann nicht schlafen. Am nächsten Tag ist Sonntag. Turniertag. Schulfrei. Ein wunderschöner Sommersonnentag.
Sonja und Günther Brendel sind schon in aller Herrgottsfrühe mit dem Auto weggefahren. Niemand hat es bemerkt. Nur die Hühner, die schon eifrig im Sand nach Futter scharrten, haben neugierig hinterhergeschaut. Jetzt streckt auch Rosi den Kopf aus ihrer Box. Aber im Haus tut sich immer noch nichts. Moment mal, segelt da nicht ein Papierflieger aus dem Fenster über der Haustür? Natürlich, Benny ist längst wach und langweilt sich heftig. Also gibt's nur eins, auf zu Molle und Bimbo. Dass die beiden sich in ihren Betten nicht rühren, stört Ben nicht. Er kennt da einige Tricks. Zehenzwicken gehört zum Beispiel dazu. Lass mich in Ruhe, kleine Nervensäge. Du sollst nicht mehr schlafen, Molle. Bitte wach auf. Wie spät ist es denn? Sehr spät. Ich bin noch zu müde. Du nervst, Ben. Warum gehst du nicht zu deiner Schwester? Die hat ihre Tür abgeschlossen, die ist doof. Ich finde das ausgesprochen klug. 7:30. Ein bisschen wird noch geschlafen, verstanden? Ich kann nicht schlafen. Okay, du hast gewonnen. Scheint die Sonne? Die scheint ganz toll. Molles Verzögerungstaktik hilft nicht. Als Ben jetzt die Jalousie hochzieht, scheint ihr die Sonne direkt in die Augen. Bitte zieh mich an, Molle. Rosi will in die Sonne. Erst Zähne putzen. Ohne Zähne putzen läuft hier gar nichts. Ja. Nicht nur Molle hat vor Ben kapituliert, auch Bimbo entschließt sich aufzustehen. Bei diesem traumhaften Wetter wollen die Stute-Klärchen und ihr Pony Schalimar natürlich raus auf die Koppel. Hallo, guten Morgen, meine Süße. Na, wie geht's? Auch in der Küche tut sich jetzt etwas. Peggy stellt die großen Kakaotassen auf den Tisch und ein verschlafener Danny schiebt Kater Samson sein Schälchen Milch unter die Nase. Dabei stolpert er fast über Sibylle, die Schildkröte. Hast du ein bisschen Salat für sie? Sibylle will frühstücken. Ja, der Rest. Danke. Bimbo ist hereingekommen und hat sich auf ihren Platz gesetzt. Oh, hat er dich auch geweckt? Wer? Benny, wer sonst? Oder kennst du noch andere, die gern mitten in der Nacht aufstehen? Ben ersetzt jeden Wecker, das stimmt. In diesem Moment stürmt Benny herein, gefolgt von einer ratlosen Molle. Benny, Rosi ist weg! Ich will die wieder haben! Wir finden sie schon, Ben. Sie ist tatsächlich weg, wir haben schon überall gesucht. Sie kann ja nur irgendwo auf dem Hof sein. Erstmal gibt's jetzt Frühstück. Super Idee. Ich will nicht das nicht für Rosi suchen! Aber erst gibt's noch einen Schluck Kakao. Hier. Tatsächlich lässt Ben sich den Kakaobecher von Peggy in die Hände drücken, aber auf ihren Schoß will er nicht. Molle hat unter dem Tisch ein Stück Papier entdeckt. Ein Brief von Manu. Lies doch mal vor. Macht euch einen schönen Tag, ihr Süßen. Daddy und ich gehen nach dem Turnier noch mit Freunden essen. Oma kümmert sich um alles. Ich liebe euch. Süß, deine Mutter schreibt Briefe, wenn sie nur einen Tag weg ist. In ihren schlauen Büchern bleiben die Mütter bestimmt sonntags bei ihren Kindern. Ich finde es gut, dass es bei euch so schön locker ist. Wo ist Ben? Ich sehe gleich mal nach. Nur auf diese Scheibe, okay? Ben entwickelt sich langsam zum Hausmonster. Etwas beunruhigt sind die fünf aber doch. Deshalb macht Danny sich schnell auf die Suche. Auf dem Hof trifft er Christine, die gerade den Wallach Fritz bewegt. Sein rechtes Sprunggelenk ist verletzt, deshalb braucht er auch Sonntagsbetreuung. Danny hat kaum Augen für die beiden. Ben! Benny! Na, sorgt Benny mal wieder für Action? Wahrscheinlich sucht er Rosi. Hast du sie gesehen? Ich habe sie aber gestern Abend in ihren Stall gebracht, die Stalltür zugemacht und Rosi war in ihrer Box. Psst. Da war doch eben ein Geräusch. War Benny das? Spielt er Verstecken? Auf Zehenspitzen schleicht Danny zur Scheune hinüber und lugt vorsichtig durch die Tür. Ein bisschen amüsiert beobachtet Christine ihn. Dann kommt Danny kopfschüttelnd zurück. Muss mich geirrt haben. Ich dachte, da belauscht uns jemand. Du liest zu viele Krimis. Ich hau jetzt ab. Tschüss, Danny. Tschüss, Christine. So ganz überzeugt, dass da wirklich niemand war, ist Danny immer noch nicht. Er geht noch einmal zurück, betritt die schummrige Scheune. Sieht sich um. Benny? Benny! Auch Bimbo sucht jetzt nach Benny. Ben? Glaubst du, er hat sich hier versteckt? Benny? Hörst du das? Ben, wir haben dich gehört. Danny steht schon auf der vierten Sprosse der Heubodenleiter
als in dem diffusen Licht über ihm zwei Hände auftauchen und heftig an der Leiter rütteln. Bist du wahnsinnig, Ben? Hast du das gesehen? Fast hätte er mich von der Leiter geworfen. Glaubst du, es ist Ben? Na, du kannst was erleben. Ich bin ganz schön sauer, Kleiner. Langsam, Sprosse für Sprosse, steigt Danny höher. Und dann sieht er es. Ein wildfremdes Gesicht mit blonden Wuschelhaaren erscheint in der Bodenluke. Ein fremder Junge ist auf dem Heuboden. Mit aller Kraft versucht er, die Leiter, auf der Danny steht, umzustoßen. Wer war das? Keine Ahnung, los geht's rum. Danny will von der anderen Seite auf den Boden klettern. Dort gibt es nämlich eine zweite Leiter. Aber als Bimbo und er dorthin hetzen, fällt ihnen ein riesiger Strohballen vor die Füße. Welch ein Glück. Nichts ist geschehen. Aber um ein Haar wäre das übel ausgegangen. Während Bimbo und Danny sich noch entsetzt ansehen, ist der fremde Junge verschwunden. Er ist zur ersten Leiter zurückgerannt. Blitzschnell klettert er nach unten. Der spinnt wohl! Los, den schnappen wir uns. Laufen können die beiden wirklich, aber der unbekannte Blondschopf hat einen ziemlichen Vorsprung. Molle, die sich für Ben besonders verantwortlich fühlt, sucht ihn inzwischen bei Oma und Opa. Sie weiß, dort lässt er sich am liebsten trösten, wenn er Sorgen hat. James Bond, der Papagei, macht wieder Sprüche. Bitteschön! 007! Du suchst wohl was. Ben ist weg. Ruhe! Bestimmt spielt uns einen Streich. Teich? Prosit! Was denn für ein Teich? Aber das ist doch gefährlich. Wir finden ihn schon, Opa. Keine Sorge. Sag, Flöhe zu hüten ist leichter als Ben. Wem sagst du das, Opa? Ben? Wieso? Was ist denn mit Benny? Keine Panik! Alle Mann an Ruhe! Ruhe, James Bond. Wir haben alle gefrühstückt und plötzlich war er verschwunden. Opa ist spitze! Halt doch mal den Mund. Sagen wir euch, geht's ja wohl drunter und drüber. Erst ist die Rosi weg und jetzt Benny. Ich denke, ihr seid mal langsam groß. Keine Sorge, Oma. Die anderen haben ihn sicher schon gefunden. Das will ich hoffen. Halt doch mal den Schnabel. Komm dann wieder rüber, okay? Ich sag mir Bescheid, Molle, hörst du? Weit kann er ja nicht sein. Das hofft auch Molle, obwohl sie weiß, dass Ben einiges zuzutrauen ist. Beruhigend lächelt sie den Großeltern zu, die ihren Morgenkaffee in der Sonne trinken. Der Großvater macht sich wieder an sein Kreuzworträtsel. Papagei mit 3 Buchstaben. Aha! Danke. Ah, ah, stimmt. Wo ist Ben? Wo könnte er sein? Ist es der kleine Junge, der gerade schnurstracks zum Deich marschiert? Er trägt auch einen roten Pulli wie Ben. Ja, jetzt kann man es genau sehen. Es ist Ben, der sich gerade über seine Latzhose ärgert, bei der Träger immer rutscht. Mist! Immer ziehe ich diese doofe Hose an. Jetzt entdeckt Ben die große Schafherde auf dem Deich und fängt an zu laufen. Endlich! Er hat es ja geahnt, dass seine Rosi ihre Verwandten besuchen wollte. Rosi, wo bist du? Hier ist der Benny. Wo bist du? Rosi, wo bist du? Komm wieder zu Benny. Rosi, ich bin dein Benny. Rosi, bleib stehen. Ich kann sie nicht zählen, aber mindestens 100 Schafe umringen Ben. Weiße und schwarze, große und kleine. Und zwischen ihnen ganz viele kleine Lämmer. Glücklich schließt Ben eins von ihnen in seine Arme. Endlich hab ich dich. Rosi, meine Rosi. Als Ben sich jedoch das Lämmchen genauer ansieht, merkt er, dass er sich geirrt hat. Du bist ja gar nicht Rosi. Komm, lauf zu deiner Mama. Zu Hause lassen die Großen die Köpfe hängen. Es ist zum Verzweifeln.
Nichts läuft heute, wie es soll. Der fremde Junge ist entwischt und von Benny gibt es immer noch keine Spur. Kurz entschlossen sattelt Bimbo ihr Klärchen, um die Nachbarschaft abzureiten. Danny, Molle und Peggy machen sich mit den Rädern auf die Suche. Heiß ist es inzwischen geworden und Peggy ist bald so erschöpft, dass sie anhalten müssen. Ich kann nicht mehr. Komm, wir machen eine Pause. Wenn der bloß wieder steckt. Hoffentlich hat Bimbo mehr Glück. Vielleicht wieder Klärchen ihn. Wäre da mein sehr guten Instinkt. Zu blöd, was meine Gummibärchen alle sind. Die beruhigen so gut. Wir müssen jetzt logisch vorgehen. Cool und überlegt. Wenn ich Ben wäre, würde ich denken, Rosi ist zu ihrer Herde zurückgelaufen. Kleine Lämmer wissen nicht, wo sie geboren sind. Und wie soll das ein kleiner Junge wissen? Weiß Ben denn, wo hier die Schafherden sind? Klar. Da lauf zum Deich. Während die drei mit neuem Schwung in die Pedale treten, hat der kleine Ben seinen Ausflug längst bereut. Ängstlich und verloren steht er in der großen Herde und weiß den Weg nach Hause nicht mehr. Ich will nach Hause, ich will meine Mami wieder haben. Peggy, wo bist du? Komm bitte. Peggy, du sollst kommen, bitte. Peggy, wo bist du? Sicher wäre Ben wohler, wenn er wüsste, dass schon alle nach ihm suchen. Bimbo sieht sich gerade auf dem großen Gelände der Gärtnerei Jansen um. Da, zwischen den alten Gewächshäusern, taucht ein strohblonder Schopf auf und verschwindet wieder hinter einem Stapel Kisten. Also, das ist der Junge auf der Scheune. Ja, das muss der Junge vom Heuboden sein. Bimbo bindet Klärchen an und schleicht ihm nach in sein Versteck. Und dort entdeckt sie noch etwas Überraschendes. Rosi, das verschwundene Lämpchen. Hallo? Hey, das ist unser Schaf. Ich weiß. Sag mal, bist du bescheuert? Vielleicht. Wie heißt du überhaupt? Henna. Ich bin Bimbo. Zu Bimbos Überraschung ist dieser Henna viel kleiner, als sie gedacht hat. Und schüchtern wirkt er auch. Also du warst das vorhin auf dem Heuboden. Ich habe euch öfters belauscht. Eigentlich wollte ich mit euch spielen, aber ich habe mich nie getraut. Bist du mit dem Gärtner Jansen verwandt? Aber du musst doch irgendwo herkommen. Ich komme aus einem Heim. Ausgerechnet zu den Jansens? Weil sie keine Kinder haben, oder? Kann sein, dass sie mich für immer behalten. Ich weiß es nicht. Und warum hast du dich nicht getraut, uns anzusprechen? Ihr braucht doch keinen. Ihr seid doch schon fünf. Was ist? Nimmst du das Schaf jetzt mit? Na klar, was meinst du, wie unglücklich Ben war? Ich habe alles falsch gemacht, aber stehen wollte ich es nicht. Es ist nur, ihr habt einfach alles. Du hättest nur den Mund mal aufmachen müssen, statt dich zu verstecken. Bekomme ich deinen Anorak, damit kann ich es besser halten. Na klar. Es ist so gut. Mhm. Holst du den Anorak wieder ab? Dann kannst du die anderen kennenlernen. Richtig meine ich. Sag Ben, dass es mir leid tut. Sag es ihm, bitte. Besser, du sagst es ihm selber, wenn du kommst. Eingewickelt in Hennas Anorak fühlt sich Rosi offensichtlich wohl, als es jetzt auf Klärchens Rücken nach Hause geht. Peggy, Danny und Molle haben ihr Ziel erreicht, die große Schafherde am Deich. Aber weit und breit gibt es keine Spur von Ben. Ich sehe ihn nicht. Wie du Schafe? Da ist er, hinter dem Baum. Ich sehe seinen roten Pulli. Peggy hat recht. Ein roter Pulli unter einem Baum. Es ist Benny, der in einiger Entfernung schlafend im hohen Gras liegt. Laut blökend weichen die Schafe auseinander, als die drei losstürmen. Peggy hockt als Erste neben dem Kleinen und kitzelt ihn mit einem Grashalm wach. Peggy, endlich! Ich hab Rosi nicht gefunden. Die doofen Schafe laufen immer weg. Stimmt, Schafe sind schüchterne Tiere. Ich hab dich gerufen, Peggy, weil ich den Weg nicht mehr wusste. Jetzt sind wir ja hier, Ben. Und wo ist Rosi? Keine Sorge, die finden wir auch noch. Ehrenwort? Großes Ehrenwort. Und ich habe Hunger.
Zu Hause gibt's nachher Obstkuchen. Oma hat gebacken. Und ich krieg das Eckstück. Versprochen. Wer zuerst an der Straße ist? Oma Brendel, die zu Hause mit dem Kuchen auf ihre wilden Fünf wartet, macht sich ernsthaft Sorgen. Wo bleiben diese Kinder bloß? Also heute sind sie ja wohl alle ausgeflogen. Bimbo! Mensch, Gott sei Dank ist Rosi wieder da. Sag mal mich, wo hat sie denn bloß gesteckt, was? Ach, da war so ein Junge, der hat mit ihr gespielt. Gib sie mal her, oh. Wo sind die anderen? Ja, bei mir hat sich keiner abgemeldet. Ich kann ja bloß hoffen, dass Ben bald mal langsam wieder auftaucht. Oh. Bleib stehen, bleib stehen! Ah, Moment, noch nicht, so. Rosi, Rosi! Was ist da? Wo warst du? Ich möchte mal wissen, wo du Lausebänge gesteckt hast. Ne, hast du mit? Und krieg ich einen Begrüßungskuss? Ja. Ich hab Rosi gesucht, Oma. Ja, weiß ich doch. Zum Glück hat Bimbo sie ja gefunden, ne? Danke, Bimbo. Ist schon in Ordnung, Benny. So, und jetzt wird Kuchen gegessen. Und ich kriege ein Eckstück. Ich bring Klärchen in den Stall. Worauf wartet ihr noch? Ab in die Küche. Muss ja halb verhungert sein. Und den halb. Hab ich vielleicht noch? Ich komme mit! Klärchen hat eine extra Portion Hafer bekommen und Rosi ist wieder sicher in ihrer Box. Aber bevor sich alle an den gedeckten Tisch setzen, muss Rosi erst ihre Milch haben. Ehrensache, dass Ben sich selbst darum kümmert. Versunken, hockt er neben Rosi in der Box, sieht ihr zu, wie sie mit Hingabe trinkt und bemerkt gar nicht, dass jemand in den Stall gekommen ist und ihm zuschaut. Er scheint hungrig zu sein. Es ist ein Mädchen. Es heißt Rosi. Ich weiß. Woher denn? Ich weiß es eben. Rosi war weg. Molle hat gesagt, sie hätte einen Spaziergang gemacht. Sag bloß, das wusstest du auch. Ich muss dir was erzählen, denn. Schluss jetzt, Rosi. Das reicht. Was denn? Ich war das. Ich habe deine Rosi mitgenommen. Warum hast du das getan? Ich wollte so gern mit euch allen spielen, aber ich wusste einfach nicht, wie ich es anfangen sollte. Spielen kann doch jeder. Ich hatte aber Angst vor euch. Und da dachte ich, wenn Rosi verschwindet und ihr findet sie mit meiner Hilfe wieder, dann mögt ihr mich alle. Dann wären wir jetzt Freunde gewesen. Können wir jetzt keine Freunde mehr sein? Doch, klar, wenn du nicht bist, auf mich bist, gerne. Schwer zu sagen, wer von den beiden mehr strahlt bei diesem Freundschaftspakt. Henna oder Ben? Ich hatte nur Angst, dass Rosi nie wiederkommt. Tut mir ehrlich leid, Ben. Magst du Schokolade? Mit Nuss oder ohne? Ohne, volle Schokolade. Mein Lieblingsschokolade. Schmeckt toll. Ben nimmt sich gleich ein richtiges großes Stück. Aber revanchieren möchte er sich schon bei Henna. Umständlich durchwühlt er all seine Taschen. Schließlich sogar mit Erfolg. Hier, für dich. Was ist das? Mein Lieblingskaugummi. Mein allerletzter. Ich schenke ihn dir. Ich will nicht dein letztes Kaugummi wegnehmen. Macht nichts. Kann ich noch ein Stück Schokolade haben? Bitte. Danke. Können wir jetzt Freunde sein? Ich weiß nicht, wenn du willst. Klar weg. Und wie heißt du? Henna. Im Haus fragt man sich langsam, wo Benny jetzt schon wieder bleibt. Gemeinsam ziehen die Großen los, um ihn zu holen. Über das Bild, das sich ihnen im Stall bietet, staunen sie dann allerdings nicht schlecht. Ein sattes Lämmchen und zwei rundum zufriedene Jungen teilen sich Rosis Box. Ben, wo bleibst du denn? Oma hat schon den Kuchen angeschnitten. Ist das der Junge? Ja, das ist Henna, mein neuer Freund. Und er kriegt auch ein Eckstück, okay? Da hat die Rasselbande noch mal Glück gehabt, dass alles so gut ausgegangen ist. Am besten wird es sein, Tante Sonja und Onkel Günther nicht alle Einzelheiten dieses Sonntags zu erzählen. Sonst trauen die beiden sich nie mehr weg. Allerdings, schon kurze Zeit später sorgt Bimbo für neue Aufregung. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, beim großen Pferderennen am Strand teilzunehmen.
Alle Kinder glauben, dass Klärchen eine echte Siegeschance hat. Wie Bimbo es schafft, Daddy und schließlich auch Mami für ihre Pläne zu gewinnen und warum dann doch nicht sie, sondern Peggy das Rennen reitet, das könnt ihr in der nächsten Süderhof-Geschichte miterleben. In der Geschichte Das Pferde.